Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, in dem ich Ihnen heute zeige, wie Sie im Microsoft Dynamics 365 Business Central einen Lieferanten bzw. einen Kreditor anlegen können. Um Ihre Einkaufsprozesse einfach im System abbilden zu können, müssen Sie jedes Unternehmen, von dem Sie Produkte beziehen wollen, auf einer Kreditorenkarte anlegen. Diese beinhaltet dann Informationen, die Sie benötigen, um die Produkte von Ihrem Kreditor einkaufen zu können. Kurz vorab, um die Kreditoren einheitlich und vereinfacht anlegen zu können, bietet es sich an, für diese Vorlagen zu erstellen. Im weiteren Verlauf zeige ich Ihnen, wie Sie diese im System finden und anlegen können. Wir beginnen, indem wir in den Suchschlitz Kreditoren eingeben. Möglicherweise finden Sie das Gesuchte auch unter dem englischen Begriff Vendor. Dann wählen Sie die Zeile Kreditorenlisten aus und es öffnet sich eine Tabelle mit bereits angelegten Kreditoren. Um einen neuen Datensatz anzulegen, klicken Sie oben links auf Neu. Wenn Sie Vorlagen im System hinterlegt haben, fragt Sie das Programm jetzt, welche Sie nutzen möchten. Das sehen Sie nun auch in diesem Fenster. Genau an dieser Stelle können Sie auch eine neue Vorlage erstellen. Dafür klicken Sie auf Aktionen, Neuer Beleg und auf Neu. Dann öffnet sich dieses Fenster und Sie können die Daten für eine Vorlage eintragen. Wenn wir wieder in das vorherige Fenster zurückgehen, können wir eine Vorlage auswählen. Wir nehmen beispielhaft die Vorlage Business-to-Business-Kreditor und bestätigen mit OK. Die vorausgefüllten Daten der Vorlage werden dabei auf der Kreditorenkarte übernommen. Im ersten Abschnitt tragen Sie nun Daten wie den Namen des Kreditors ein. Oben rechts gelangen Sie über Mehranzeigen zu weiteren Feldern und können beispielsweise bei Einkäufercode den verantwortlichen Mitarbeiter für den Einkauf eintragen. Als nächstes gehen wir zur Registerkarte Adressen und Kontakt. Dort tragen Sie die Ihnen vorliegenden Kontaktdaten ein. Im nächsten Abschnitt Fakturierung wird beispielsweise definiert, wie dieser Kreditor im Hauptbuch verbucht wird. Die Buchungsgruppe Kreditor definiert die Verbindlichkeitskonten und die Buchungsgruppe Allgemeine Geschäfte definiert die Hauptbuchkonten, die Sie für die Einkäufe von diesem Kreditor verwenden möchten. Hier sind schon Daten eingetragen, da ich eben eine Vorlage ausgewählt habe. Wenn Ihr Kreditor beispielsweise eine andere Währung verwendet, können Sie diese im Feld Währungscode definieren, sodass sie standardmäßig bei Transaktionen verwendet wird. Ein kleiner Tipp von mir zwischendurch, wenn Sie einmal nicht wissen, was ein Feld genau bedeutet, erhalten Sie über den Tooltip eine kurze Erklärung. Dieser öffnet sich, indem Sie mit der Maus über den Feldnamen fahren. Wenn Sie alle benötigten Felder bei der Fakturierung ausgefüllt haben, gehen Sie weiter zur Zahlung. Auch hier können Sie auf Mehranzeigen klicken. Wichtig sind hier beispielsweise Angaben zu Zahlungsbedingungen und Zahlungsform. In diesem Beispiel bedeutet die Eintragung durch die ausgewählte Vorlage bei dem Zahlungsbedingungscode, dass der Kreditor innerhalb eines Monats bezahlt werden muss. Bei einer Zahlung innerhalb von 8 Tagen erhalten Sie 2% Skonto auf die Rechnung. Vielleicht finden Sie dies bei Ihnen auch unter dem Begriff Rabatt. Hier ist aber klassisch der zeitbedingte Nachlass Skonto gemeint. Zudem sollte die Bankverbindung gepflegt werden, damit dieser die Vorschläge für die SEPA-Zahlung aus dem Zahlungsausgangsbuchblatt generiert werden. Damit sind die wichtigsten Daten für einen neuen Kreditor eingetragen und Sie können Folgeprozesse wie beispielsweise einen Verkaufsprozess problemlos im System abbilden. Melden Sie sich gerne bei uns, wenn Sie noch Fragen zum Anlegen von Vorlagen und Kreditoren oder der Bearbeitung der Daten haben. Weitere hilfreiche Tipps und Tricks zu Microsoft Dynamics 365 Business Central finden Sie außerdem bei uns auf dem Kanal. Bis zum nächsten Mal.